Moin Champ! Killer, Alter! Jo! Alles fresh? Ja, Mann! Oh! Zeigen! Die Raffaello noch nicht gegessen, ja, Mann, so soll das sein! So, was war jetzt dein Vorschlag nochmal genau gewesen für den Scheich? Gerade selber gesagt, ich habe zwei Vorschläge für den Scheich. Das erste ist, zwischen den wichtigsten Städten, man könnte so eine Untergrundautobahn bauen. German, bring a peace back, bring a German peace to Dubai or something like this. Oder so. Einfach unbegrenzte Autobahn, Untergrund. Damit die Leute hier endlich mal ihre dicken Karren noch rausfahren können, weil das nützt ja nichts hier bei 120, die Scheiße. Und das zweite wäre Gras legalisieren. Das kommt sehr gut an, denke ich. Also die Mall, die würde auf jeden Fall einen krassen Umsatz machen. Ja. Vorher würde ich aber auch natürlich erst alle Cinnabon-Läden aufkaufen. Vorher nochmal mit Robin reden. Investor, alle Cinnabon-Läden hier aufkaufen, dann Gras legalisieren. Und dann wird Massari gemacht. Ja, Mann. What's up? Was? What's up, Digga? What's up? Spinnies is up, ja? Yeah? Spinnies. Spinnies! Mein favorite food place to go. How we say it here in global Dubai. Ohne Chip aber, ne? Ohne Chip aber. Ohne Chip sowieso, ja, Mann. Ja, Mann. Hier ist so die Abteilung, wo wir uns eigentlich auch am längsten meistens aufhalten. Erstmal Tavern. Boom. Dann denke ich mal hier hin. Gute Tat der Woche geschafft. Genau, so sieht's aus. Finden einer reifen Avocado, da braucht es viel Feingefühl und Erfahrung. Nach Farbe kann man da gar nicht gehen, wa? Das muss man wirklich fühlen, wie weich die ist. Ja. Da habe ich noch kein Gefühl für, ja. Kein Gefühl für? Also für die Farbe. Also ja. Profis sehen das bestimmt auch an der Farbe so. Ja. Die spüren es an der Frequenz der Avocado. Ja. So, wir haben heute hier den Wagen voll mit Gemüse vollgehauen, ein bisschen fertigen Salat, schon mal Hummus hier. Da ist auch nochmal ein Kale-Salat, also Kohlsalat drin und natürlich Angus Beef Ribeye Steaks. Jetzt befinden wir uns hier vom Fischregal. Hallo, André. Und dort werden wir uns den Organic Scottish Salmon reinhauen. Organischen Bio und Schottisch. Ich würde sagen, schottisch ist von der Qualität her etwas über dem norwegischen Lachsfilet. Er ist noch nicht viel so herrlich. Oder doch so ein Fisch. Bisschen noch die Schuppen wegkratzen im Waschbecken. Erinnert mich an die Bayernallee, ja. Hast du damals gemacht, oder was? Nee, Mann, aber meine Mitbewohner dort, diese Schwarzen dort, die haben sich keine Fischfilets gekauft, wie hier, sondern es war irgendwie kulturell bei denen oder so. Die haben sich solche Fische geholt, haben die dann geschuppt im Waschbecken, hatten dann so einen fetten Elektrogrill mit Öl in der Küche, aber drin im Innenraum und haben dann da ihre Fische gebraten. Ja, das war der Life. Ab da war mir klar, ich hole mir einen Tefal-Kontaktgrill für mein Zimmer und mache mir nur noch Toast nach einer Art. Das habe ich dann ab da gemacht. Es war Schicksal, kann man schon sagen. Also, ich wurde dazu bewegt, diesen Toast zu essen. Warum, weiß ich nicht. Einfach Wagen hingestellt, oder was? Wie ein echter Emirati schon. So, Heimfahrt. Nach Spinnies, bisschen Rapé für die Klarheit. Ich muss sagen, nach den Mentholkristallen ballert sogar ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, Hermann. 100%, ja. Ja, natürlich könnte man jetzt sagen, okay, ist einfach nur durch das Menthol ein bisschen freier und gereizter.
Aber die Wirkung ist auch eine Stärke dadurch. Also ich schätze mal, da wird auf jeden Fall wirklich einfach Platz oder alles ein bisschen freier sein, sodass es tiefer reingeht und auch mit seiner Wirkung besser entfalten kann. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Pustet euch das richtig rein, nicht halblebig, nicht ein bisschen reinziehen, sondern wirklich, dass es halt auch tief reingeht, dass es auch die Zirbeldrüse erreicht, weil sonst habt ihr nur ein Brennen in der Nase, was euch nichts bringt. Ihr braucht es wirklich, dieses Gefühl am Kopf. Denn dann, das ist dann so die Vorstufe für die Wirkung, die sich dann entfaltet, welche einfach eine farbenfrohe, chillige Wahrnehmung ist und ein starkes Gefühl für sein inneres Ich. Also man spürt richtig, wer man selber ist. Und damit dann fiese Hartig. Prost, sagt man hier dazu. Dragon Mart! Chinesischer Markt. Die Laternen sind auf jeden Fall sehr chillig. Da kommt man richtig in chinesische Stimmung. Wenn jetzt noch die Preise chinesisch sind, dann ist alles gut. Foto. Von diesem Knife and Goliath Outfit, welches es übrigens komplett im Shop gibt. Kappe. Goldener Stick. Goldener Stick. Hochwertige Qualität. Beste Qualität, wie die hier sagen würden. Die Qualität gibt es ja nicht, Digga. Ja, letzter Preis, 30 Euro. Allerletzter Preis. Im Bundle vielleicht irgendwann weniger, inshallah. Hose, 42,90 Euro. Beste Qualität. Druck, Stick, gute Sackfreiheit. Ni hao. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, endlich mal ein Ringlicht zu kaufen. Ich wurde erst gestern in der Mall, fast schon schwach, Emirates Mall, für 800 Dirham. So, dann habe ich auf Amazon geguckt, 400 Dirham, also 100 Euro. Jetzt haben wir jetzt hier im Dragon Mart natürlich die ganze Zeit geschaut. Hier wird es auch einigermaßen oft angeboten. Es hat sich immer so zwischen 250, also 180 bis 250 Dirham bewegt. Je länger wir in die Richtung gelaufen sind, desto besser wurde der Preis. So hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, war. Mhm. Jetzt haben wir gerade den Rückweg gemacht und mein Experiment war, ob ich jetzt für unter 150 Dirham das Ding kaufen kann. Wir haben es für 145. Wir haben es jetzt hier für 140 gekauft. 140 sogar? 45 Meter, oder? Nee, 145 Meter. Oh, perfekt. 140 Dirham, Mashallah, gutes Geschäft gemacht, ist aber auch letztendlich satter, also man hätte es auch einfach für 260 kaufen können jetzt so, also für 160, das ist 5 Euro mehr, aber geht ums Prinzip und natürlich auch die Fähigkeiten einfach mal zu handeln, denn wenn ich jetzt hier nächste Woche oder in 2-3 Wochen meinen Sessel kaufe und mein Sofa, beziehungsweise den Sessel und meinen Schreibtisch, dann werden diese Fähigkeiten mehr als nur 20 Dirham wert sein, sondern dann auch 200 Dirham. Es ist halt immer die Frage, was für eine Strategie man so generell fährt. Also das Einfachste ist eigentlich kein Handeln, ist eigentlich kein Riesending. Man sollte einfach nur wissen, was man bereit ist auszugeben maximal. Und dann einfach mit zu diversen Leuten gehen und sagen, den Preis und sonst nicht so. Und wenn man dann weggeht, dann zeigt man halt natürlich auch, dass man nicht nur blufft. Oder man macht es halt echt so, wie wir jetzt durch Zufall gemacht haben. Man läuft einmal hin mit einem sehr niedrigen Preis im Kopf und läuft dann nochmal zurück, um dann nochmal nachzuverhandeln. Kann man beliebig oft wiederholen, aber beliebig oft hin und her laufen. Jo, 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 jo. Ja, Mann, Alter. Auf jeden Fall einen seriösen Produkttest machen. Wir wollen das vielleicht kaufen. Oh, die Füße presst der gerade herbe gut zusammen. Schon schöne Gesacke hier. Das sieht das Ganze zu verwalten aus. Masterclass Calls bald so, oder was? Masterclass Calls bald so, oder was? Aber nur hier zum Testen dann immer. 2 Minuten gratis. Was ist da drin zu finden? Ein paar Getränke. Ich sag mal, was ist da drin?
So, Yannick, was machst du hier? Geld waschen, oder was? Wir haben gerade einfach zweimal gewonnen, also einmal habe ich gewonnen, einmal hat der Kollege hier gewonnen. Man setzt einen Schein oder wie viel man will. Vom Industriegebiet zu Halalal. Zu Burj Khalifa. Ja. Das Geld, was wir im Glücksspiel gewonnen haben, jetzt für Brot und Hummus ausgeben, das ist der Leben. Hawaii. Komm, lass mal einfach da rein, Alter. Wann machst du das? 60 Dirham. 60? Tell me my card. No discount. Sollen wir für 60 Dirham ins Spiegelkabinett einfach mal rein? Ich würde sagen, lass weitergehen, okay. Ja. Wenn das dann mit 70 da, dann folge ich dir natürlich. Grün und rot, aber ja, auf grün kannst du ja nicht. Oder ist es der Alkohol? So, zweiter Part, Glücksspiel. Wird das ein Gewinn oder kein? Was kostet denn kein ein Spiel, Alter? Egal, ich leite einfach mal hier 10 Liter ein. Fiji-Wasser heute. So sieht's aus, ja. Haben noch mal ein paar Leute mit Masterclass gebucht, aber jetzt nur noch Fiji. Den 10er nicht, den habe ich beim Glücksspiel im Industriegebiet gewonnen, Alter. Falschgeld in Dubai. Zum Glück haben wir bald eine Geldzählmaschine, die auch Scheine bringt. Der ist geknickt, deshalb, Digga. Ja, ja. Warte, komm, ich nehme einen neuen. Mein Bapfen ist ja relativ dick. Da findet sich schon ein guter Schein. Das sind ungefähr 10 Euro hier. Es scheint mir so, als würde das dieser Löwe hier werden, oder? Ich feiere den Eisbär gerade mehr, ehrlich gesagt. Den Eisbär? Ja. Ja. Ich würde sogar noch ein bisschen nach rechts gehen, also wieder zurück. Nee, zurück. Ja, ja, so sieht von hier aus perfekt aus, wa? Ja, Mann. Ah. Was ist das auch ein Teil, Alter? Wie sollen das sowas greifen? You say that money cannot buy happiness? Hey, hey! Habibi, come to Dubai!